Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde der netten Unterhaltung und willkommen in Lego Jurassic World. Ja. Guten Tag, Herr. Sie haben Ihre Meinung geändert? Das ist ein Fall. Komm rüber. Andere Mütter haben auch nette Kinder. Andere Mütter haben auch nette Kinder. Oh je. The Samples. So, wir fahren jetzt in den Jurassic Park, meine Freunde. Ja, hallo, ich würde gerne fahren. Achso, J. Ha, stimmt, das Fahrsystem, das war ja nicht WASD. Da war ja was. Ach, jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen, nicht aus den Schalltafeln. Was? Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Die Spezies der Ferriformern ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen mit diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Grant, liebe Dr. Sattler, willkommen. Im Jurassic Park. Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. Ich find's geil. Der Gesichtsausdruck gerade vom Brachio, als er gehört hat, wir haben einen T-Rex. Oh, zu geil. Oh, geil. Unvergesslich. Ach, geil. Bringt alles nichts. Diese Tore bewegen sich nicht, bis jemand die ganzen Rädchen und so einsetzt. Mir soll's recht sein. Schließlich gibt es auf dieser Seite nur Pflanzenfresser. Ja, ich mag in den neuen Lego-Spielen das Char-Wechsel-System tatsächlich, weil du hier dieses Rad hast und nicht. Du kannst über das Rad im Prinzip, normalerweise ist ganz unten, also hier, eine, wenn du Freispiel bist, nochmal so eine Char-Wechsel-Funktion, da hast du dann wirklich komplett alle Chars. Ja. Da
Ich will vor die Tür fahren. Ich will vor die Tür fahren. Ja gut, dann halt nicht. Dann müssen wir halt die letzten 5 Meter zu Fuß gehen. Willkommen. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Manche Sauropoden können über 30 Meter lang werden und über 100 Tonnen wiegen, was sie zum größten Landtier macht. Der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von DNS-Strängen in Mr. DNS des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Park Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Also gut, füttern wir diese zu groß geratenen Eidechsen. Kommen Sie schon, los. Ja, das war gerade zwar komplett ein bisschen aus dem Kontext gerissen, diese Ansage gerade, aber passt schon. Die Ziege sind einfach nicht groß genug. Da passt ja kaum eine Ziege rein. Immer schön das Geld einsammeln. Ja, hier hat das Game auch übrigens angefangen. Also wer von euch die letzte Folge noch nicht gesehen hat, unbedingt mal abchecken. Ja, wir sind schon wieder beim Velociraptor-Gehege. Ach, irgendwie führt da kein Weg dran vorbei. Ja, passiert. Ah, hier drüben kommen die, hier kommt zu Conatus rein, wenn ich mich nicht irre. Das ist ein bisschen länger her, Cockpits. Diese kleinen, wendigen, schnellen, aasfressenden Viecher. Oh, mich. Oh, guck mal einer an. Die muss ich abschießen. Ah, ja. Dann mach ich das. Oh, ich finde die Musik, die entspannt gerade irgendwie total. Tief und entspannt aus irgendeinem Grund. Nur durch diese Musik. Puff.
hier einmal für die Kuh fertig machen. So ist Rest. Fehlt nur noch die Kuh. Piu. Das nicht zur Gehegeschalttafel? I think so, but I don't know. I don't know. Du bist hier der Arbeiter, nicht ich. Ich bin nur der Dinosaurierjäger. Wärter. Robert Muldoon. Es gibt ein älteres Jurassic Park Spiel, dort geht es darum, dass dann, dass es nach den Vorfällen auch, nachdem die anderen halt quasi sogar schon weg sind, da spielt das. Also nach dem eigentlichen Film, da geht es dann um so eine Jägerin, die dann die DNA, die hier der Nedry, der gefressen wird im Film. Zack. Oh, ein Minikit. Quasi in dieser Sahne-Schachtel da verhökern wollte, quasi, ja. An die andere Firma, die verhökert hat. Naja, stimmt, das ist ja eigentlich nicht dazu gekommen. Ja, darum geht es dann quasi in dem Teil. Und um eine Tochter und ihren Vater, die da Tierwetter sind im Prinzip. Also der Vater, die Tochter ist glaube ich auch zum Besuch da. ASW. Geht doch. Habe ich gerade eben schon richtig gedrückt. Ah, aber Kopf hoch, Leo. Kopf hoch, Gravidar Tales. Kopf hoch. Ihr bringt trotzdem qualitativ gute Spiele raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Daisy! Die Kuh heißt Daisy. Warum gibt man Viechern Namen, wenn sie noch eh verfüttert werden? Manche Sachen muss man einfach nicht verstehen. Robert, du darfst reiten. Hüt, hotte hü, hotte hü, hü, hot. Hotte hü. Feinstes Rindfass. Diese Raptoren fressen besser als ich. Ja. Das ist aber nicht mein Problem. Das ist dein Problem, dass die Raptoren. Dass du schlechter als die Raptoren bist. Ay, caramba. Ist es etwa schon morgen? Mein Knie! Meine Mutter lassen Sie Liebe! Solche Schmerzen habe ich nicht mehr gehabt, seit ich mir den Zeh abgestoßen habe! Jemand anderes muss den Kram bedienen! What the fuck? Meine Verletzungen sind zu schwer! What's the fuck? Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen des Chaos. Großvater! Kinder! Du hast uns gefehlt. Das sind Ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag.
Keine Fahrer? Nein, 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 keine Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Willkommen im Jurassic Park. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan? Oh, das sind die Triceratops-Dame. Oh, wow. Keine Angst. Kommen Sie ruhig. Es ist okay. Sie ist krank. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Ab rein da. Mal sehen. Ja, wie sie vor allem voll reinspringt. Oh. Ist das westindischer Flieder? Ja. Wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Ja, ziemlich. Diese Aussage finde ich schon wieder mega. Ich glaube, wir müssen jetzt den Raptor füttern mit irgendwas. Keine Spur von Fliederbären. Aber ein Eis. Ah! Stimmt. Das Ding, das leuchtet so von Wärme, aber es ist ein Eis drin. Wer kennt's nicht, Freunde? Wer kennt's Na nicht? Schön, ein Eis sie ist leidet drin. An Melia-Toxizität. Na, wie war das, Sarah? Oh, sollten Sie jemals meine Tochter treffen? Die Pupillen sind geweitet. Eine Karotte kann ich noch verstehen, warum die hier rumfliegt und ein Apfel auch. Geil, dann wächst einfach mal ein Apfelbaum. Und vor allem hängt nur ein Apfel dran. Naja, es gibt Sachen, die muss man nicht so einfach verstehen. Mikro.
Krobisieke ist ja interessant. Ihr Geld. Schon okay. Beeindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder putzmunter. Wir sollten uns aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Ein Minikit, ja! Das Auto! Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto befinden. Bis zum Besucherzentrum ist es nicht mehr weit. Ich glaube ja nicht, dass dieser Dino sich auf dem Baumstamm halten kann. Wir sollten ihm einen anderen Weg verleihen. Ja. Oh, hier fängt es schon an zu regnen. Oh, es wird interessant, es wird spannend. Stimmt, hier gibt es ja keine Brücke. Ja, auf geht's über die Brücke. Wahrer Überlebender. Wie ich hier ständig Minikits einsammle. Gefällt mir. Ah. Puff. Ich finde es auch toll, dass die immer so schöne Kommentare dazu geben. So gut wie neu. So gut wie neu. Sollte sich eigentlich Personal befinden, um die Leiter von diesem Steg herunterzulassen. Ich kann es Ihnen nicht verübeln, sich bei dem Wetter einen Unterschlupf zu suchen. Ich schätze, das Auto haben Sie auch mitgenommen. Dann suchen wir wohl besser eine Abkürzung, Dr. Sadler. Was ist denn mit der Kurbel der Torwinde passiert? Die hat sich ja irgendein Dino gefressen. Interessant, was Dinos so alles essen. Muss ich sagen. Interessant. Kann ich hier noch irgendwas platt trampeln? Ja, geht doch. Außerdem Minikits. Ich muss natürlich so viel, ich muss versuchen, so viele Minikits wie möglich zu kriegen. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es in irgendeiner Mission, alle 10 Minikits zu kriegen.
Glaube ich nicht, aber möglich wär's. Würde mich freuen. Guck mal eine an. Hui, ja, ha. Boom. Reserve, hier lang. Durch dieses Loch gelangen wir zum Besucherzentrum. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr. Am E-Stock. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Wahrer Überlebender. 4 Minikits von 10. Ah, der Triceratops Skelett-Skin. Nice. Alan Grant. Ellie Settler. Gray Harding. Dennis Nedry freigeschaltet. Donald Grenor freigeschaltet. Ingen Labortechniker freigeschaltet. Triceratops freigeschaltet. Also ob ich den jetzt noch kaufen muss, das wäre eine Frechheit. Ich wollte gerade sagen. 2 neue goldene Steine. So, und bevor wir die Geschichte fortsetzen, würde ich damit sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo oder lasst ein Like, aktiviert die Glocke, damit keiner das Video mehr verpasst. Schaut auf Twitch vorbei, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit haut rein und bis zum nächsten Mal. Cheerio. Ciao, ciao.